herzlich willkommen bei FanTV. Mein Name ist René. Wir sind trendisch, stylisch und modern. Und in den kommenden Tagen, jawohl, wir berichten wieder über eine Weltmeisterschaft. Da es ja noch Winter ist, ja logisch, es geht wieder eine Disziplin, wo es wieder Gold, Silber und Bronze vergeben werden soll. Wo? Wir waren in Pokljuka in Slowenien, Biathlon. Wir waren in Cortina d'Ampezzo, Italien. World Championship Alpine Skiing. Was bleibt dann noch übrig? Ja, selbstverständlich die nordische Kombination. Da gibt es noch Medaillen zu vergeben im Langlauf, in die Kombination Skispringen und Langlauf und natürlich das Skispringen von der kleinen und von der großen Chance. Oberstdorf im Allgäu lebt normalerweise von seinen Fans, die frenetisch an den Strecken in das Skistadion stehen. Dieses Jahr keine Fans zugelassen. Die Sportler sind schon richtig traurig, weil es ein Freiluftsportart ist und der Ansteckungsgefahr draußen an der Strecke doch nicht so groß. Aber okay, wir müssen uns damit abfinden. Ja, was gibt es da zu berichten? Es gibt die Disziplinen Langlauf, da gibt es den Sprint, die Mitteldistanz, die kurze Distanz, es gibt die lange Distanz und es gibt natürlich die Teamwettbewerbe. Und da gibt es natürlich die nordische Kombination, eine Disziplin aus Skispringen und Langlauf. Da gibt es die Einzelwettbewerbe, da gibt es die Teamwettbewerbe und natürlich für jeden bekannt das Skispringen von der großen Chance und von der kleinen Chance. Große Chance bedeutet, die Weiten bei der Großchance sind natürlich, liegt ungefähr zwischen 130 und 150 Meter. Und in die kleine Chance ist die Anlauf von der Chance etwas geringer. Deswegen sind auch die Entfernungen nicht so groß. Ich schätze mal zwischen 95 und 110 Meter werden diesen Weiten gesprungen. Führende Nationen in all Disziplinen, die Norweger. Beim Langlauf werden sie wahrscheinlich viele Medaillen unter sich ausmachen. Das sind noch Nationen wie Schweden, Finnland oder Russland, die darin mitmischen. Die Österreicher und die Deutschen werden sich beim der Langlauf nicht, dass so die Medaillen um die Medaillen mitkämpfen können. Aber da gibt es noch die zwei andere Disziplinen, die Nordic Kombination. Skispringen und Laufen. Da sind die Norweger, die Deutschen, die Österreicher, sind da die führenden Nationen, die werden sich die Medaillen untereinander ausmachen. Beim Skispringen, da wird es dann schon wieder anders. Da ist es nicht nur Norwegen und auch nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Japan, Polen. Wenn die alle einen guten Tag haben, kann es ziemlich interessant sein. Auch da gibt es die Einzelspringen und die Teamwettbewerbe. Es wird wieder viel gegeben, es wird wieder viel gejubelt. Leider wir Fans von zu Hause. Und ich werde versuchen, so gut es möglich ist, euch die Berichte zukommen zu lassen. Jeden Tag zwischen 15 und 17 Uhr werde ich eine Berichterstattung geben über die jeweilige Disziplin, die stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Berichterstattung zufrieden. Falls ihr Anregungen oder Kritik habt, bitte lasst es gerne wissen auf unserem fantv.live-Channel in YouTube oder auf unserer Homepage fantv.live. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und jeder Anfang ist schwer, aber wie es schon heißt, wer nicht anfängt, weiß nicht, ob er gewinnen kann. In dem Sinne freue ich mich auf euch. Bleibt gesund, haltet den Abstand ein, trage die Mundschutze. Wäscht eure Hände schön mit Desinfektionsmittel, damit wir uns bald wieder sehen können an die Strecken, in den Stadien oder zu Hause oder privat in familiärer Umgebung. In den Sinnen, passt auf euch auf. Viele liebe Grüße von René von FanTV. Ciao, ciao.